verurteilt in allen Anklagepunkten. Damit ist Donald Trump der erste verurteilte Ex-Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Die Republikaner schäumen vor Wut. Speaker Mike Johnson spricht von einem beschämenden Tag in der Geschichte Amerikas. Senator Rubio sieht eine Verhöhnung des gesamten Justizsystems. Der Abgeordnete Ronnie Jackson geht einen Schritt weiter und twittert: Willkommen in der Sowjetunion. Die Schuldigen sind für den Fraktionsvorsitzenden Scalise schnell gefunden. Extremistische Demokraten untergraben die Demokratie. Auf der anderen Seite versucht Präsident Biden, das Urteil für sich im Wahlkampf auszunutzen. Auf X ruft er zu Spenden auf. Es gibt nur eine Möglichkeit, Donald Trump aus dem Weißen Haus fernzuhalten: an der Wahlurne. Einen verurteilten Straftäter als Präsidenten zu wählen, könnte einige Amerikaner abschrecken, Trump zu wählen. Für seine Basis und alle Unzufriedenen ist das Urteil aber ein einziger Beweis: Trump jetzt erst recht. Diese Anklage hat auf jeden Fall Trump geholfen. Er war jeden Tag in den Medien jetzt. Aber die Verurteilung, das könnte ihn ein paar Wechselwählerstimmen kosten. Vor allem in diese wichtigen Wechselstates, die Swing States, die 5, 6 Bundesstaaten, wo der Wahl entschieden wird. Und deswegen könnte es am Ende Trump doch mehr kosten, als es ihn bringt. Aus Deutschland hört man von allen Parteien der Mitte Erleichterung, der Rechtsstaat in den USA funktioniere. Es wird seine Bemühungen, Präsident zu werden, nicht unterstützen. Wir haben keinen Einfluss darauf. Unterm Strich geht es uns auch nichts an. Die Amerikaner werden wählen, wen sie für immer wählen wollen. Ich weiß aber, dass es auch gemäßigte Republikaner gibt, die gerade die Vorwürfe, die jetzt ja auch wochenlang im Gerichtssaal standen, auch viele Konservative abschrecken, ihn noch mal zum Präsidenten zu machen. Ob verurteilt oder nicht, die große Entscheidung wird in Amerika nicht von Richtern entschieden, sondern von den Wählern. Bei mir im Studio jetzt Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Willkommen hier bei uns. Wie schätzen Sie denn jetzt die Bedeutung dieses Urteils ein? Es ist schwer zu sagen. Die Anhänger, die Hardcore-Anhänger der beiden politischen Lager werden sich von so etwas nicht beeindrucken lassen. Aber ich glaube halt doch, dass der ein oder andere, der demokratisch nicht wählen will, weil den beiden nicht gefällt, jetzt vielleicht doch davon absieht, den republikanischen Präsidentschaftskandidaten zu wählen, wenn der vorbestraft ist. Denn vorbestraft zu sein, ist auch in Amerika eine doch schwerwiegende Verfehlung. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für Trump eher eine Schwächung der Mobilisierung ist. Wie auch immer, also wir wissen nicht, wie die Wahl im November ausgeht. Das kann auch niemand momentan vorhersagen. Dennoch muss sich ja Deutschland, muss sich Europa auf alles Mögliche einstellen, auf einen Präsidenten Biden oder Präsidenten Trump. Und wie muss sich denn Deutschland dafür aufstellen? Ich finde, wir tun im Augenblick zu wenig. Wir wissen aus der ersten Amtszeit Donald Trump, dass er offen ist für sogenannte Deals. Also wenn wir als Europäer, wenn wir als Deutsche etwas Konkretes anzubieten haben zu einer Forderung Amerikas, dann kann man zum Ergebnis kommen. Stichwort Vermeidung der Strafzölle für die Automobilindustrie durch Öffnung des europäischen Markts für Soja. Ich glaube, wir sollten uns systematisch darauf vorbereiten, was könnte aus Amerika unter Trump kommen? Was wäre dann unsere Antwort? Wo bleiben wir hart? Wo sind wir bereit zu Verhandlungen? Ich hoffe, dass hinter verschlossenen Türen solche Planspiele und solche Pläne erarbeitet werden. Sie wären auch gut, wenn Biden wieder Präsident wird, denn die Amerikaner werden die Fragen ja so oder so an uns stellen. Stichwort, was kann Europa mehr tun für die Sicherheit in der Welt? Was kann Europa mehr tun für den freien Welthandel? Es ist ja auch immer wieder zu hören, wir müssen uns selbstständig machen und auch Europa muss sich eben selbstständig machen, muss eben zusehen, dass es ohne die USA durchkommt. Aber ist das denn wirklich realistisch? Kann Europa überhaupt alleine für seine Sicherheit zum Beispiel sorgen ohne die USA? Also ich glaube, dass wir in Europa mehr tun müssen für unsere Sicherheit. Aber das Zusammenspiel aus Nordamerika und Europa in der NATO ist eben mehr als nur die Summe beider Einzelteile. Und genauso gilt das in der Handelspolitik. Wenn wir gemeinsam mit Amerika eine Agenda entwickeln, etwa zum Beispiel gegenüber China, dann wird die ungleich wirkungsvoller sein, als wenn wir jeweils unser eigenes Ding machen. Wir sollten auch weiterhin, egal wer in Amerika Präsident wird, versuchen, so viel wie möglich gemeinsam mit Amerika zu machen und ein stärkerer Partner in diesem Tandem mit Amerika zu sein. Aber ganz kurz noch mal, da ist ja Deutschland nicht alleine, sondern gerade wenn es um die Handelspolitik geht, da muss Europa eigentlich insgesamt auf die USA zugehen. Und dann haben wir zum Beispiel, wie jetzt bei Mercosur, immer wieder Frankreich, die da dazwischen schießen und ihre eigenen Bauern schützen wollen. Ja, das ist ein großes Problem. Die Europäische Union ist in Handelsfragen sehr stark, sehr souverän, also souveräner als die Mitgliedstaaten. Aber sie muss diese Souveränität herausspielen. Das hat ja funktioniert bei verschiedenen Handelsabkommen, etwa im asiatischen Raum. Leider bei Mercosur nicht, aber ich glaube, dass die neue EU-Kommission
nach der Europawahl dann auch einen neuen Anschub geben muss, Blick auf diese Handelsabkommen. Und vor allem versuchen muss, mit Amerika in einzelnen Punkten, etwa die China-Strategie, sich ein Stück weit abzustimmen. Das wird dann in Peking mehr beeindrucken, als wenn wir unser eigenes Ding machen und die Amerikaner ihr Ding. Sagt Jürgen Hart von der CDU. Dankeschön für Ihren Besuch hier im Studio. Bitteschön.